Um mit DMX-Files arbeiten zu können, brauchen wir natürlich erstmal eine. Dazu habe ich jetzt hier meinen Map-Editor oder mein oder Tiled, heißt das Programm, geöffnet, mit dem ich die Maps erstelle. Und damit erstellen wir jetzt auch unsere erste DMX-Datei. Eine kleine, bloß zum Testen. Nichts Großes. Erstellen erstmal ein neues Projekt. Tiled. Test DMX. Damit ist es aber noch nicht getan. Wir wollen ja auch was zum Zeichnen haben und dafür öffnen wir ein Tileset. Das nennen wir Ground. Ground, so ganz wichtig, Based on Tileset Image, nicht Collection of Image, das kommt später noch. Und habe da schon was vorbereitet. Mein Tileset sieht so aus. Die Tiles selbst haben eine Größe von 16x16 Pixel. Ganz wichtig. Ich meine, wenn man es hier vergisst, kann man es später, glaube ich, noch nachträglich ändern. Aber am besten ist, ihr denkt gleich daran. So. Ground Tiled, Ground TSX. So sieht das aus. Unser Tileset ist jetzt hier geladen in dem Reiter hier oben. Nun brauchen wir eine Map. Also neu. New Map, orthogonal, weil wir ja nur erstmal an 2D-Grafiken oder 2D-Spielen interessiert sind. Layer-Format lasse ich CSV. Erstmal kann man später vielleicht ändern in Base64 kodiert, gepackt und sonst irgendwas. Ist jetzt aber erstmal nicht wichtig. Die Teilgröße wieder dran denken. 16x16, hier nehmen wir 64. 48 haben wir eine Höhe von 1024 mal 768 Pixel. So sieht das Ganze aus. Und jetzt zimmern wir unseren ersten kleinen Content da rein. Sieht jetzt, soll jetzt auch nicht schön aussehen, sondern funktionieren. Normalerweise erstelle ich meine Maps anders, aber das ist ein anderes Kapitel, das wollen wir heute hier nicht behandeln. Dazu gibt es später mal noch ein Video. Wir wollen heute erstmal nur DMX-Dateien erstellen, laden und drauf zugreifen. Hier noch was, damit es halbwegs interessant aussieht. Gut, das war erstmal jetzt unsere DMX-Map. Die müssen wir noch speichern. Save as, Tiled, nennen wir sie schlicht und ergreifend Map. Wir haben jetzt unsere Map, DMX-Datei, öffnen mit Editor, sieht so aus. Wir haben die Map, die Render-Reihenfolge sozusagen von links nach rechts, von links nach rechts und von oben nach unten. Wir sehen unsere Tiles, unsere Kachelbreite von 16 mal 16, insgesamt 64 mal 16 und 48 mal 16 breit, also 1024 mal 768. Hier haben wir jetzt unser Objekt der Begierde sozusagen. Ah, ich habe wieder was vergessen, und zwar der Name. Der Name ist noch recht unschön. Steht noch Tile Layer 1, das gefällt mir so nicht. Machen wir mal zu, gehen hier zurück, wählen den Layer aus und ändern das zu Ground. Speichern. Nochmal öffnen. Und jetzt haben wir unseren Layer, der Ground heißt. So, das, was wir hier sehen, sind unsere Tiles sozusagen. Das hier, was hier drin steht, sind ITs sozusagen von unseren Tiles, von unseren Kacheln aus dem Tileset. Und das Tileset selbst hat noch eine globale ID, die in unserem Fall 1 ist. Es können mehrere Tilesets hier stehen. Jedes hat dann wiederum für sich seine eigene globale ID. So kann man die Tiles aus
den verschiedenen Teilsets identifizieren. Will ich jetzt eigentlich nicht mehr weiter drauf eingehen. Merkt euch nur, ihr müsst von diesen IDs, der Teils, der Kacheln, die globale ID subtrahieren, also abziehen, damit ihr dann hier im Tiled-Editor sozusagen die ID bekommt. Wir gehen ja hier durch, da geht das immer von links oben nach rechts unten. Nummeriert er hier durch, auch freie Flächen. Das ist für ihn sozusagen ein Teil oder eine Kachel. Und wir sehen hier oben immer die ID. Und wie gesagt, diese ID finden wir hier drin wieder. Allerdings um den Wert der globalen ID erhöht. Ja, also wie gesagt, wenn ihr die ID hier im Tiled Editor haben wollt, müsst ihr hier einfach die globale ID abziehen. Okay, aber das soll jetzt ja gar nicht das Thema weiter sein. So, jetzt geht es ans Programmieren. Gut, dann fangen wir mal an. Import PyGame. So, da unser Basismodul. Achso, ganz wichtig, wenn ihr es noch nicht installiert habt, müsst ihr per pip das PyTMX-Modul installieren. Ist jetzt kein Teufelswerk, muss man jetzt auch nicht explizit nochmal zeigen. So. Import load PyGame. Breite und Höhe unseres Displays noch schnell definieren. So, dann müssen wir PyGame noch initialisieren. Und das Display erstellen. PyGame Display Set Mode. Einen kleinen Fenstertitel noch, DMX Test. So, jetzt noch die Glock initialisieren. PyGame Time Glock. Gut, dann machen wir jetzt erstmal die Hauptschleife. Display. Okay. Black. Habe ich vergessen, eine Farbe zu definieren. Sonst muss ich das hier jedes Mal reinschreiben. Deswegen mache ich da so eine Konstante, definiere ich. Und dann muss ich das nicht jedes Mal reintippen. Außerdem liest sich das auch besser, angenehmer zu lesen. PyGame. Display Update und Clock Tick 60 FPS. Gut, unser Event Handling noch abhaken. PyGame Event Get. If Event Type gleich, wie hieß das? PyGame Quit, genau. Oder Event Type gleich PyGame Key Down und Event Key gleich PyGame K Escape. Dann machen wir, dann beenden wir das Spiel und schließen das Fenster. So, das ist unsere Grundlage, auf der wir aufbauen können. Funktioniert soweit. Escape drücken, Taste drücken, zack. Nun wollen wir unsere DMX-Datei ja öffnen und dann damit arbeiten. Also unsere Map-Datei. Map Data gleich load PyGame. Und wie hieß die Map DMX? So. Damit haben wir unsere Map geöffnet. Oder geladen, besser gesagt. Jetzt wollen wir auf den Layer, den ich euch gezeigt habe, Layer Ground, zugreifen. Map
Data, der befindet sich ja in dieser, diesem Map-Data-Objekt. Get Layer by Name. Ground. So. Teilt. Ja, gleich. Zooms. Layers, genau. Wir können uns nämlich jetzt die Daten dafür ansehen. Map Layer. So. Ground heißt unser Layer. Wir können das, glaube ich, noch ein bisschen verfeinern. So, da haben wir jetzt noch ein paar Properties und Methoden dieses Layer, also dieses Map-Layer-Objekts, sehen wir hier, was wir alles damit machen können. Und wir wollen dann natürlich hier auf die Tiles zugreifen. An denen sind wir interessiert. Dazu gucken wir uns mal kurz die Dokumentation an. Und zwar hier, util-pygame. So, wir haben load-pygame gemacht. Das liefert uns ein Objekt vom Typ TiledMap. Das schauen wir uns jetzt an. TiledMap, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? So sieht das aus. TiledMap. So, getLayer by Name haben wir aufgerufen und getLayered by Name gibt uns einen Tiled Tile Layer zurück. Also weiter geht's zu Tiled Tile Layer. Oh, ein Zungenbrecher. Da bricht man sich sämtliche Zungen, die man hat. Erstmal finden hier vor lauter Schreck. Tile Object, Tile Object, Tiled Tile Layer. Und wir haben ja vorhin gesehen, als wir die Print-Ausgabe hatten für unseren Layer, haben wir eine Methode, die nennt sich Tiles. Und diese Methode gibt uns die X- und Y-Position unseres Tiles in der Map zurück. So wie ein Surface, was das Tile selbst, also die Karre selbst, darstellt. Gut, dann wollen wir mal jetzt hier über Tiles iterieren. For x, y und surface in map layer tiles. Tile gleich. Wir wollen ja sozusagen jetzt Sprites, oder wir erstellen jetzt sozusagen unsere Sprites aus den Kacheln, oder besser gesagt aus der Information, die wir in den TMX-Dateien hinterlegt haben. Dafür brauchen wir jetzt eine kleine Sprite-Klasse. Class Tile, die erbt oder wird abgeleitet von Game Sprite Sprite. Self Position und das Surface. Jetzt rufen wir noch die Super auf. Heißt das hier so in Python? Weiß ich jetzt nicht. So, Image, ne, Quatsch. Self Image. Da wir von Sprite abgeleitet haben, enthält unsere Klasse auch eine Eigenschaft, die sich Image nennt. Und die muss genau Image heißen, weil sonst können wir nicht viel damit anfangen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Bild oder Daten hier, dann weiß Pygame damit nichts anzufangen. Der braucht
diese Information Image und dieses Image ist unser Surface, was wir hier übergeben. So, dieses Surface oder dieses Image, unser Sprite sozusagen, hat natürlich noch ein Rechteck. Das muss Rechteck, das muss auch genauso heißen, Rekt, also für Rechteck. Self-Image get Rekt top left gleich Position. So, und das war es auch schon mit unserer Klasse. Hätte ich ja auch in eine extra Datei schreiben können. Ich will es ja bloß. Es geht jetzt nicht um schönen Code zu schreiben, sondern halt darum, auf die TMX-Datei zuzugreifen und jetzt mit den Tiles und gleich auch noch mit den Objekten arbeiten zu können. So, und zwar XY und Surf. Okay, wir brauchen noch eine Sprite-Gruppe sozusagen, also eine Teilgruppe. Wie nenne ich es? Tiles Group gleich Bycame Sprite Group. Und in diese Gruppe fügen wir unser ausgelesenes Sprite hinein. So, Tiles Group Add Tile. Gucken, ob es funktioniert. Kein Fehler. Gut. So weit, so gut. Nun wollen wir natürlich auch was sehen auf dem Bildschirm. Das machen wir jetzt doch gleich direkt. Das sind unsere Tiles, Group, Draw, Display. Und jetzt sollen wir, wenn alles gut geht, was sehen, aber nicht das, nicht jenes. Was habe ich jetzt schon wieder richtig gemacht? Wir brauchen noch eine Tile-Size gleich 16. 16 mal 16 und ist ja klar. Wir haben natürlich jetzt ja hier unsere Kacheln und das ist jetzt an Position 0,0. Das ist jetzt an Position 0,1, wenn man so in X und Y-Richtung durchmarschiert. Nun ist aber jedes Teil, was wir hier haben, 16x16 Pixel groß. Also können wir das nicht so lassen, sondern wir müssen das noch multiplizieren mit der Tile-Size. So, und jetzt soll es funktionieren. So sieht's aus. Wunderbar. Gut. Hätten wir jetzt erstmal unsere dem X-Datei geöffnet, ausgelesen und angezeigt. Kommen wir jetzt noch zu den Objekten. Dafür gehen wir wieder in unseren Tiled-Editor und wollen nun ein paar Objekte in diese Map einfügen. Das machen wir wie folgt. Wir erstellen uns ein neues Tileset, das nennen wir Objects. Und dieses Mal nehmen wir Collection of Images. So, das bleibt Objects, Objects bleibt Objects. Fertig. So, jetzt müssen wir noch ein paar Objekte hier reinziehen. Habe ich auch schon vorbereitet. Objects, Pilz und eine Liane. Die kommen da rein. Speichern, Map. In dieser Map brauchen wir natürlich jetzt noch einen Objects Layer, ganz wichtig. Ganz wichtig, dass wir nicht einen Tiled Layer haben, sondern einen Objects Layer. Und den nennen wir gleich mal richtig Objects. So, hier sind unsere Objekte. Wir sehen auch, hier oben hat sich jetzt was geändert. Wir können nicht mal hier mit dem Stamp und sowas einfach so unseren Hintergrund, wie wir es beim Hintergrund gemacht haben, nicht so reinpinseln, sondern wir müssen jetzt hier über diesen Insert-Teil-Funktion. Mit dieser Insert-Teil-Funktion arbeiten. So, platzieren wir mal hier. Hier und hier. Und hier unten und da oben. Ja, komm, hier auch noch. Und war nicht so alleine. Nein, zurück. Gibt es hier nochmal eine ganze Pilzarmee. So, das Ganze gespeichert. Nun können wir uns die Objekte angucken.
Diese Objekte haben ja drüben auch wieder einen Namen. Pilz und eine Klasse Pflanze. Das passen wir jetzt nochmal schnell an. Pilz, Pflanze. Pilz und Pflanze und so weiter und so weiter. Damit habe ich jetzt hier unsere Pilzarmee platziert. Das sind alles Objekte, mit denen wir dann im Spiel, sobald es denn eins werden sollte, interagieren können. Gut, wir müssen noch speichern und schauen uns jetzt mal die MapDMX-Datei an. Fast wie gehabt. Jetzt haben wir allerdings ein zweites Teilset drin. Und dieses Teilset sind unsere Objekte, die wir gerade eingefügt haben. Was wir noch haben, ist eine Objektgruppe. Wir haben hier 8 Pilze eingefügt. Wir haben eine globale ID für den Pilz. Wir haben XY-Koordinaten für den Pilz. Und wir haben Breite und Höhe. Nun wollen wir natürlich auch diese Objekte in unserem Programm, in unserem Spiel anzeigen lassen. Also zurück und noch etwas Code klimpern. Gut, dazu müssen wir jetzt wieder auf den Layer zugreifen. Und zwar diesmal auf den Objekt-Layer, Objects-Layer. Der Objects heißt. Hier sehen wir unsere Layer. Unsere Layer heißen alle so, wie sie hier sind. Ob die Layer visible sind oder nicht, also sichtbar oder nicht sichtbar, entscheiden wir damit, dass wir hier das Auge aktivieren bzw. deaktivieren. So, jetzt wollen wir natürlich auch auf unsere Objekte zugreifen. Object in Objects Layer. Können uns nochmal angucken, was uns dieses Objekt überhaupt jetzt liefert. So, wir haben 8 Pilze, also 8 Objekte. Hier unten geht's los, Klasse und so weiter. Wieder Properties, also Eigenschaften und Methoden, mit denen wir arbeiten können. Wir sehen auch hier Breite, XY-Koordinate, ob es sichtbar ist und so weiter und so fort. Name, Image und das ist alles das, mit dem wir jetzt arbeiten wollen und können. Ist ganz simpel wieder ein Teil sozusagen. So haben wir wieder unsere Positionsangaben und unser Objekt-Image, was wir gerade gesehen haben. Gut, Moment. Objects-Layer. Objects-Group brauchen wir auch wieder. Bygame. Bygames. Breit, grob. So, dann fügen wir das hinzu. Objects grob. Add. Nein, muss auch teilen. So. Teilen. So. Das Ganze wollen wir auch wieder anzeigen. Gucken, ob es gepasst hat. Wunderbar, unsere Pilze sind alle da. Super. Damit wären wir eigentlich schon fast durch, aber wir haben ja hier noch eine kleine Liane. Quatsch. Oh nein, ich habe das markiert. So, die wir hier noch platzieren können. Hier noch eine und da noch eine. Und hier und da. Dort
Und hier eine besonders lange. Wieso snappt er jetzt hier so an dem Crit? Speichern. Unser Programm starten. Oh, die hängt ja in der Luft. Hä, die hängen alle in der Luft. Irgendwas war gerade nämlich komisch. Frag mich, was hier gerade passiert ist. Die sind hier drin, aber irgendwie... Ach, ganz dumm. Matze, du bist ein Superheld. Zwar Objekte. Was sind ja Objekte? Und wir waren gerade im Ground Layer drin. Jetzt können wir den nämlich auch hier besser platzieren. Ein bisschen größer machen. So, hier. Und da und dort und hier, überall wuchert es und wächst es. Hier auch noch was. Haben wir das jetzt speichern. Zumachen. Aufrufen. Und jetzt passt alles. So. Das war's eigentlich soweit. Arguments. Als Text kopieren. Aber nicht teilt. PyGame DMX Test Py Close. No such file or directory. Okay. Dann können wir absoluten Pfad angeben. So, dann können wir nehmen, das nehme ich auch so von dem, wenn wir bloß mit der Map arbeiten wollen, müssen wir nicht jedes Mal hier noch unseren Quelltext-Editor öffnen, unsere IDE, sondern wir können halt jetzt ganz normal weiter hier irgendwelche Objekte hinzufügen und dann einfach gucken, wie es in der Map aussieht, ob es passt, ob es schön ist und so weiter. Quellcode brauchen wir nicht mehr, da ist ja fertig. Deswegen hier ein kleines Kommando reinbasteln und ja, fertig hat sich der Lack. Gut, das war's erstmal. So, danke euch fürs Reinschauen und wir sehen uns. Bis dahin, euer Matze.